And now something different. Wenn wir schon bei Python sind, sollte man wenigstens so einleiten. Das passt hier relativ gut, weil ich habe eine ganz einfache Idee gehabt und wundere mich, dass die, ob die jemand schon mal gehabt hat. Ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass die noch niemand gehabt hat. Es ist also ein Skript, im Unterschied zu heute früh, doch durchaus ein Tool, was man sofort nutzen kann. Und ich will nur eine neue Idee zum Experimentieren vorstellen. Wir haben hier sehr schöne Vorträge über Testing gehört. Die sind aber meiner Meinung nach alle mehr oder weniger Blackbox. Die kleinste Einheit ist eine Funktion. Das heißt, Funktion ist die untere Grenze, halte deine Funktion klein. Ich bin Mathematiker, ich mag knifflige Probleme und ich habe schon genügend Dinge gehabt, die eben nicht auseinandergezerrt werden können. Und wo man doch mitten im Code anfängt zu überlegen, was passiert hin. Also Debuggen ist nun mal nicht ganz zu vermeiden. Also unterhalb von Funktion und Objekt oder Modul ist das Testen schwierig. Hat den Vorteil, wenn man solche Tests durchführt, wie man sieht, die Ausgaben sind hoffentlich die, die im Test auch kommen und man hat eine gute Übersicht, was getestet wurde. Man kann das sehr schön zusammenfassen, aber es geht eben nicht beliebig klein. Und was mich sehr störte, sehr oft muss man den Code eben doch modifizieren, nur um Tests durchzuführen. Und das kann sehr aufwendig sein, das kann genauso viel Code wie der produktive Code selber werden. Ganz klar, Testdatensätze zu planen, ist eigentlich das Schwierigste überhaupt, über das gar nicht geschrieben wird. Ich kenne hoffnungslose Fälle, aber ist nicht Thema hier. Und es kann also durchaus passieren, das Ergebnis ist okay von dem Test, obwohl es noch gar nicht funktioniert, kennen wir, Bananensoftware. Der Whitebox-Test ist, wenn es überhaupt eine ordentliche Definition gibt, einer, der reinguckt in die Funktion, der sagt, hat die Variable an der Stelle mittendrin wirklich den Wert, den ich erwarte, oder hat die vorher schon jemand modifiziert? Das geht natürlich nicht mehr oben auf der Ebene zu testen. Die Frage, oder zum Beispiel eine Aufrufreihenfolge, wird denn die Funktion da wirklich eher als die andere gerufen? Oder kommt der in diesen Teil der Funktion eher an, kommt der wirklich zuerst in die If-Schleife rein, in den If-Teil und dann in den Else? So. Wenn man das macht, kann man direkt prüfen, ob die Einheit intern wie erhofft arbeitet. Aber das Problem bleibt natürlich, Unvollständigkeit der Testfälle ist nicht zu beheben, das Problem. Ist natürlich auch unübersichtlicher als Blackbox-Tests, aber jeder, der getestet hat, weiß, wenn man so ein Problem hat, dann ist man froh, überhaupt irgendwie eine Lösung zu finden. Man braucht also beide Proben des Tests. Die Frage ist nur, wie realisieren? Das Einzige, was hier im Moment geht, ist mit der Assert-Anweisung, die ist aber starr. In Python ist auch ungünstig, bei C geht's. Und ja, im Fehlerfall weiß man nur, wo der Wert auftrat, die gezeigten Variablen, aber nicht den ganzen Kontext. Und da dachte ich, na eigentlich, dann legt man mit dem Debugger los, warum sollte man das nicht mit dem Debugger irgendwie automatisieren? Und das ist auch total einfach. Ich sage mir, man kann doch mal ein Config-File, so ein PDB-RC für den Debugger automatisch erzeugen. Da kann man die Breakpoints schon reinschreiben und sogar die Conditions. Und diesen File erzeuge ich mir mit einem Skript, was das Python-Skript oder die Python-Skripte parst. Und da mache ich mir aber auch Kommentare rein, die Marker, wo die Breakpoints zum Beispiel hin sollen. Und damit verändere ich den Produktivcode nicht mehr. Denn in dem Moment, wo ich das Ganze mit dem Debugger starte, werden die Kommentare geparst und wenn ich es nicht mit dem Debugger starte, läuft es wie bisher. Da bin ich ein Problem los. Also eigentlich total einfach. Und dachte, das kann man erstmal für die erweiterten Unit-Tests nehmen, das war der ursprüngliche Zweck. Aber noch fetziger ist eigentlich zum Debuggen selber, habe ich bisher vorwiegend gemacht. Und wenn ein Fehler auftritt, dann landet man sofort im Debugger und kann die Ursachen analysieren. Großer Unterschied zu Unit-Tests, die Summaries liefern. Ja, beim Debuggen kann man mehrere feste Breakpoints einbauen und wenn man den Quelltext umstrukturiert, wandern die automatisch mit. Das ist auch eine simple Sache eigentlich. Also das Gegenteil von jeder GUI, viel, viel bequemer. Und man kann natürlich auch, und darauf komme ich hier noch zurück, Komfortfunktionen einbauen. Die Beispiele sind doch recht interessant. Also ich fange mal mit den Beispielen an. Es sieht sehr einfach aus. Wenn ich nur Breakpoints setzen will, dann setze ich einfach den Kommentar deb in Python oder mit Double Slash bei C und C++, kann die Zeile einrücken. Beispiel erspare ich mir. Und das Programm
startet man wie üblich, ich nehme nur ein Skript an und schreibe dann eben statt Skript Parameter WBD. Damit wird es erst geparst und dann der Debugger gestartet, dann kommt der Debugger hoch und den müssen wir mit C bis zum ersten Breakpoint starten und schon klappt die ganze Sache. In C ist es genauso, das CWBD ist ein Link, die Unterschiede sind minimal und das geht mit dem GDB genauso und dann startet der GDB automatisch und hier muss man eben halt mit R starten. Diesen automatischen Start habe ich noch nicht hinbekommen, aber das ist auch nicht weltbewegend. Man kann die Breakpoints bedingt machen, dann schreibt man einfach nach dem Deb eine Bedingung. Und das ist natürlich im ganzen Python-Kontext, das kann man beliebig komplex machen. Und bei Python insbesondere, bei C muss es dann in irgendeiner Weise zur Laufzeit interpretierbar sein durch den GDB. Darauf kommen wir noch zu sprechen. So, wie sieht das eigentliche Titelthema aus, der Whitebox-Test? Dann schreiben wir Test statt Deb, der einzige Unterschied, und schreiben hier hin R größer 0 und startet das mit dem Schalter U. Da wird eben die Negation des Tests in das Config-File geschrieben. Und wenn es stillschweigend durchläuft, ist gegessen. Und wenn irgendwo ein Test fehlt, dann hält der Debugger an der Stelle an und ich kann mir sofort angucken, was ist hier los gewesen. Auch das ist noch ziemlich einfach. Ja, und so sieht das dann aus, die Startzeile. Behandlung mit dem Make ist das Übliche. Ja, soweit der einfache Gedanke. Man kann das aber noch ein bisschen ausbauen. Man kann in Python sich in Modul-Hilfsfunktionen bauen. Und zum Beispiel sagen, an jedem Breakpoint möchte ich mir eine Variable ausgeben lassen. Und diese Funktion sollte true zurückgeben. Warum? Weil ich mit einem kleinen Trick das mit einem End- und Modul-Funktion rufe. Das heißt, an diesem Breakpoint wird angehalten, wenn A 33 ist und dann wird A ausgegeben, was natürlich nicht besonders sinnvoll ist. Ich sollte vielleicht eine andere Variable nehmen. Und ansonsten muss man bei der Kommandozeile den Namen des zu ladenden Moduls angeben. Das ist in dem Fall nicht so eine einfache Importanweisung, das geht aber noch zu machen. So. Und die Ausgabe ist dann in dem Fall, ja, ich habe jetzt das Skript nicht gezeigt, das ist total primitiv, gibt die Zahlen fortlaufend aus und bei der letzten, bei 33 macht er 3 Sterne, damit ich sehe, ach hier, das war die Stelle, wo der Breakpoint gesetzt wurde und guck mal genauer hin, wie dort die Ausgabe aussieht. Geht auch in C und C++, nur haben wir dort natürlich kein Modul, aber wie ich bei meiner Forschung zu diesem Thema merkte, GDB hat eine ganz fetzige Python-Schnittstelle. Die ist natürlich nicht so toll dokumentiert, weil über Infobaum und man sollte P-Info nehmen, aber es wird deswegen nicht leichter. Wenn das Programm prototype.c heißt, dann muss man prototype-gdb.py definieren und dort einen etwas schrägen Klasse definieren, kommt im konkreten Beispiel unten, muss alles nachgelesen werden, viel zu viel für 20 Minuten Vortrag. Ich will noch erst auf andere Sachen hinweisen, die auch sich aus dem Konzept ergeben. Diese Marker sind natürlich subjektiv. Nur default, man kann auch jede andere Form von Markern nehmen. Und den Namen des Markers kann man mit minus T angeben. So, und dann startet man das Ganze eben so. Und damit kann ich Klassen von Breakpoints eingeben. Jeder Klasse gebe ich einen anderen Namen. Und dann teste ich mal so, und dann teste ich mal so. Und dann gucke ich mal beim Debuggen, weil ich weiß, wenn der Fehler hier auftritt, dann ist das andere Modul uninteressant, da brauche ich wirklich nur diese Breakpoints. Aber ich brauche die Breakpoints nicht zu verändern. Das denke ich, das ist für größere Szenarien doch interessant. Und man kann auch Breakpoint-Kommandos ausführen. Das ist in Python relativ spät gekommen. Bei GDB ist das nun schon lange da. Wir haben unseren üblichen Debug-Marker, eventuell eine Condition, und dann kann man noch CMD schreiben. Und diese ein Beispiel kommt dann unten, damit wir es konkret sehen. Und in Python geht das leider nicht. In Python kann man zwar beim zuletzt eingegebenen Breakpoint ein Kommando hinzufügen, aber das kann man nicht im PDB-RC hinterlegen. Macht er halt noch nicht. Aber wir können ja tricksen. Wir haben ja den globalen Modul, den wir
das wir importieren. Und das gibt, können wir eine Funktion definieren, die true zurückgibt. Und dann kann man das mit der Bedingung mit end verknüpfen und je nachdem, ob das vorher oder hinterher ist, führen wir das Kommando absolut oder bedingt aus und damit sind wir sogar flexibler als bei GDB. Beispiel kommt noch. Ja. Quellfiles mache ich so, dass ich standardmäßig im aktuellen Baum alle Quellfiles source oder wir haben einen File, in dem die Quellfilenamen drinstehen. Das ist ja erstmal ein Prototyp, das Skript. Der Unterschied zwischen Assert und dem normalen, also der Unterschied zum Debugging erst einmal ist, dass wir hier Klassen von Breakpoints haben, dass vor allen Dingen die Breakpoints automatisch mit dem Quelltext mitwandern, vorausgesetzt ich trenne die Kommentare nicht von den Folgezeilen und kann Kontrolleingaben zum Debug ausgeben, ohne dass es nun anhält mit dem Debugger und ist immer dann interessant, wenn nichts mehr geht. Nachteil ist natürlich, wenn ich das massiv mache, dann wird die ganze Geschichte unlesbar, weil der eigentliche Testcode ja doch nicht sauber getrennt ist. Nur in dem importierten Modul könnte man einen größeren Testcode unterbringen. Der Vergleich mit den Assert-Anweisungen ist eigentlich noch interessanter. Man verändert den auszuführenden Quellcode nicht. Bei Assert müsste man schon Python-Interpreter optimiert starten. Wir können die Tests in Klassen einteilen, auch das, weil die Marker variabel sind. Und wir können über diese vordefinierten Funktionen eine Wechselwirkung zwischen den einzelnen Breakpoints reinprogrammieren. Zum Beispiel ein Test auf Aufrufreihenfolge, Beispiel kommt. Und man kann sogar, habe ich nicht experimentiert, aber ich sehe, bei GDB kann sogar die Breakpoint selber noch modifizieren. Also man kann die mal aktivieren, deaktivieren. Wenn ich weiß, das eine ist durchgelaufen, brauche ich die nächsten fünf Breakpoints gar nicht mehr anzugucken. Der Nachteil bei C und C++ ist, dass die Assert-Anweisung nur die Ausdrücke im Kontext des Compilers versteht. Also Preprozessor-Makros gehen an der Stelle, das habe ich ein bisschen falsch aufgeschrieben. Ja, Vergleich mit Unit-Tests ist klar, wir testen den inneren Zustand des Programms, aber die Automatisierung ist natürlich beschränkt. Also das ist das Tool für die harten Problemfälle und für die kleinen und schnellen Tests. Ja, GDB Python Interface definiere ich mir in so einem GDB Python File eine Funktion, die heißt so. Mich stört immer beim GDB, da kommt die laufende Nummer vor den Variablen und nicht der Variablename. Das interessiert mich überhaupt nicht, ob ich jetzt zum 30. Mal einen Breakpoint angesteuert habe. Ich will wissen, welche Variable ich mir hier angucke. Ich will es also in diesem Format haben, x, Doppelpunkt und der Wert. Und da muss man ein bisschen suchen und man kann mit die Klasse GDB, die wird automatisch importiert, mit selected frame, kriegt man raus, in welchem Frame man gerade ist und dann kann man die Variable über den Namen lesen. Und das sieht dann so aus, also hier steht dann oben in dem C-File, ich teste für x gleich 12 und dort gebe ich mir die Werte von r und x aus und wie wir sehen, die kommt dann in einer schönen Form. Und diese Protokollausgabe kann ich mühelos überall einfügen. Ja, nur zu finden war nicht so einfach, siehe die lange Kette von Menühangeleien unten. Aber dazu gibt es Arbeitsteilung. Ich bringe mal ein Beispiel für Python. Ich definiere Funktionen Function 1, Function 2, also wirklich nur mnemonisch hintereinander und will warten, dass niemals eine Funktion mit kleinerer Nummer als vorher gerufen wird. Da hat man eine Funktion sub.py, total simpel, und dort mache ich Order-Test, das ist mein Modul, und gebe immer die Nummer der Funktion an. Die kriege ich aus dem Namen natürlich nicht so ganz simpel raus. Und was ich dann mache, ist eigentlich egal, dass ich irgendwas summiere. So, das OrderTest.py macht Folgendes, das testet, ob in der Liste ein kleineres Element als bisher vor, nur kleinere Elemente vorkommen, wenn nicht, gibt es False zurück, ansonsten True. Und der aktuelle Index wird angehängt. Und das Order.py sieht so aus, ich rufe also nacheinander Function 2, 3, 5, 8 und 13, das sollte alles klar gehen. Und dann rufe ich Function 11 und erwarte, dass es kracht. So, jetzt starte ich den Unit-Test, muss das Modul Order-Test definieren, importieren und minus U Unit-Test starten. Und er läuft durch, die Summe wird ausgegeben und dann sagt er,
ich falsch, Function 11 called. Wir sehen also, ich habe das in der Ausgabe richtig drin. Function called, maximal number was. Kann also eine ordentliche Fehlerausgabe geben. Ziemlich simple Sache. Ja, in C++, sehr interessant für Numeriker. Ich habe mich ja ein Vierteljahrhundert mit Numerik umschlagen dürfen. Schlimmer ist nur noch Kryptographie, weil dort kann man die Zwischenergebnisse überhaupt nicht mehr interpretieren. Bei Numerik wenigstens ein bisschen. Und das ist der übliche Algorithmus. Also x gleich a plus x halbe. X, nee, Quatsch. Das Grüne ist die Anweisung. Ja. A plus x durch w plus x durch w halbe berechnet iterativ die Wurzel. Newton-Algorithmus geht sehr schnell. Und ich will mal überprüfen, ob die Defekte wirklich abnehmen. Weil ich die Iterationen untersuche, man weiß, Iterationen verlaufen nicht immer monoton. Und ja, und diesen Ausdruck, smaller w mal w minus x, das ist so eine Python-Funktion, die ich definiere. W mal w minus x kann zur Laufzeit der GTP noch interpretieren. Fast so intelligent wie MATLAB. Und in FAPS verkraftet er schon nicht, da müsst ihr die glib nachladen. So, und diese smaller Funktion sieht etwas schräg aus, ist einfach so vorgeschrieben, macht man einmal und weiß es dann. Also der braucht so eine Init-Funktion, muss die Elternklasse initialisieren. Und dann muss es eine Invoke-Methode geben und die kriegt das Argument. Und dann gucke ich ganz einfach, ob das Argument kleiner gleich dem letzten ist, also Dekrements. Und dann muss diese Klasse initialisiert werden. So, und wenn ich das jetzt starte, klappt das wunderbar. Ich lasse den Unit-Test durchlaufen, geht wunderbar. So, und nun füge ich jetzt aber mal, starte ich nicht mit w gleich x halbe, sondern mit Startwert 1, auch das führt immer zum Ziel. Aber da wird im ersten Schritt der Defekt größer und dann sagt immer sofort, hier zuletzt war der Defekt 11, jetzt ist er 30, hier hast du den Sprung drin. Kann sich natürlich auch als Protokollausschrift machen. Ja, ich sehe, die Zeit sieht gut aus. Ich kann Steckframes analysieren. Also ich komme an den Steckframe ran, und kann sogar aus der Symboltabelle Name, Typ und was nicht alles für Daten rausholen. Also dem Spieltrieb sind überhaupt keine Grenzen gesetzt. Wir haben für alles eine Lösung. Es fehlt noch ein bisschen das Problem dazu. Und ja, man kann sogar das Thread-ID setzen, wenn man will. Das sind also ein paar Denkansätze. Wie ein anderer Vortrag unter Bitbucket, unter Reinhard W., also ohne Underscore, einfach so. Da gibt es zwei Repositories und da steht das mit einem anständigen deutschen und englischen Doku als ODF und PDF drin. Und dann gibt es noch ein GDB-Tutorial, was man lesen kann. Und dann gibt es noch die Infodokumentation zu GDB, die man auch lesen, aber nicht so schnell verstehen kann. Ich sehe gerade, ich habe das gedoppelt. Naja gut, irgendwo muss es noch schief gehen. Ja, das war also der Grundgedanke von dem Test. Hier ist die Software etwas größer. Ja, ich glaube so 150 bis 100 Zeilen, aber es ist trotzdem nicht so furchtbar viel. Und wie immer bin ich dankbar für Anregungen und wenn jemand Probleme hat. Mir fehlte dieses Jahr selber noch ein bisschen das große Projekt, um es zu testen, weil die Leute brauchten mich zwar, hatten dann gemerkt, dass ich dafür ja noch Geld haben will und deswegen habe ich nicht so große Projekte gemacht, aber ich bin Optimist, ich bin seit 21 Jahren selbstständig und denke, das geht auch nochmal weiter. Deswegen werde ich eventuell nochmal eines Tages eine Erweiterung davon vorstellen können. Ich danke erstmal. So. Ja, vielen Dank. Gibt es Fragen? Neu. Völlige Überforderung, völlige Begeisterung. Ich würde auch mit dem Mikro vorbeikommen, bin gar nicht so. Was passiert eigentlich beim Parsen der Sourcen? Also sozusagen wird das textbasiert geparst oder wird das ja sozusagen über eine AST? Ach jo, um Gottes Willen. Ich source einfach nach den Kommentaren. Na gut, also bei C könnte es natürlich sein, da habe ich nicht aufgepasst, wenn das in einem String ist oder so. Das macht man ja auch nicht.
Und da muss man eben halt ein anderes Token nehmen. Die Freiheit hat man ja, falls wirklich sowas in einem String drin vorkommt. Also bin ich jetzt, das heißt denn, ich teste schon, dass vorher nur Whitespaces kommen und dann wäre es schon sehr schräg, wenn Multiline-String müsste es dann sein. Ja, also das ist schon exotisch. Ja, bei Python kann eigentlich, theoretisch könnte es auch passieren, das stimmt. Ja. Na gut, dann ist ein Breakpoint zu viel und das, dort kommt er nicht hin und da passiert nichts. So. Noch eine Frage. Auch schon mal mit einem Server, in der Serverumgebung getestet? Also es hörte sich jetzt so immer nach so Skripten an, die ich laufen lasse, auch ja. Mal in so komplexen, mit so Threads und solchen Späßen, was passiert dann? Also es sind sehr leicht Szenen vorstellen, wo es nicht geht. Ich hatte das Vergnügen. Theoretisch hätte ich es noch. Ich habe die für Track, dieses Ticketsystem, Plugins getestet und das Track wird vom Apache gerufen und ruft dann die Python-Plugins. Und da hilft dann nur, das Ganze von der Konsole aus starten und in den Python-Plugin dann PDB-Set-Trace rein und dann hat man ein Interface und sieht, dass der Steckframe die Tiefe von 50 hat und dass man nichts versteht. Aber es war wenigstens ein Anfang. Da habe ich bewusst nicht erwähnt, also für sowas ist es einfach im Moment oversized. Also das Problem ist oversized für sowas. Vielleicht gibt es noch Ansätze dafür. Noch Fragen? Ich würde noch kurz anmerken, für die Leute, die ein bisschen weniger abenteuerlustig sind, ich weiß nicht, ob PyTest und Nose das können, aber in dem guten alten Soap-Testrunner gibt es ein --Postmortem. Und das heißt, wenn eine Exception oder ein Test-Failure auftritt, schmeißt der einen auch gleich in einem PDB an die Stelle hin. Das ist so 50% von dem, was du da machst. Ja, genau. Zum Debuggen helfen. Da drüben. Also bei Nose gibt es ein WIF-PDB und mit WIF-PDB und Failure und da gibt es genau dieses Gleiche. Letzte Chance. Alles klar, vielen Dank. Fröhliche Kaffeepause. Okay.